Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu LS15 Angdorf 22 zusammen mit Tino und Friesi. Hallo. Hallo. So, wir müssen uns langsam mal Gedanken machen, wir brauchen nämlich einen Schubmaster. Erstmal brauchen wir Geld. Du hast ja wieder mal ganz Geld ausgegeben für deine Wasserkacke da. Ja, Entschuldigung, ne? Akzeptiert. Noch nicht ganz. Speicherhalle hier sehe ich gerade. Wir müssen ja in diese hier. Immerhin 8 km/h, 9 km/h, ja. Komm hoch, Wahnsinn. So, was braucht man denn alles? Milch, Pflaume, Kirsche. Tischdecke, Pflaumenbaum. Da hat der Tino aus dem Leben gerufen, Alter. Wie kommt deine EP? Ja. Was sagst du? Die schon in deine Produktion. EP kommt. Meine was? Deine EP. EP. Weiß nicht, was du deine wollt. CD. Oh Mann, du bist echt so ein Realschüler. Ach so, meine CD. Einfach so EP? Das Lied, einfach mal kurz aufnehmen, dann noch 10.000 Remixe draus machen. Oder also Radioversion, Instrumental, Lyrics und Karaoke. Und ja, dann einfach für ins Nenner verkloppen. Meinst du, das bringt? Sicher, Alter. Du stecke, Pflaumenbaum, du stecke, Pflaumenbaum. Das ist ein geiler Remix, ne? Ja. So. Kannst du dann mal den Bass testen? Ja. Mach das doch einmal und setz das einfach immer nur hintereinander. Ja. Ja, stimmt. Hm. 10 Minuten lang. Ja. Lad dann mal YouTube hoch. So. Hier fehlt Schmiermittel. Mal gucken, ob ich die Palette jetzt irgendwie dorthin kriege, ohne die Dosen zu zerdrücken. Die aufgehen und das alles rausläuft. Und dann machen wir noch so ein cooles Musikvideo dazu. Ja. Muss ja aufwendig produziert werden. Ein Tisch, eine Pflaume. Pflaumenbaum und eine Tischdecke. Ey, wir machen das so Hip-Hop-mäßig, in den alten Hip-Hop-Baggy-Hose an, so richtig unterm Arsch. Langes T-Shirt. Okay. Hat eigentlich Frisi eingeladen. Also ich wäre ja trotzdem dafür, dass wir einfach in den Garten gehen, einen Tisch und eine Tischdecke dorthin stellen. Ja gut, aber dann würde ich nur so reden am Pflaumenbaum halt. Ich hab noch nie eine Tischdecke irgendwo hingestellt. Gelegt. Maul, ey. Nein, genauso würde ich es nicht. Sind so bescheuert, muss es sein, dass es Erfolg hat. Genauso mit diesem HGHT hier, der Typ hier mit hier Hauptschule. Genauso bescheuert, um hier einfach geklickt, der Rotz. Oder ist mir egal. Ist mir egal. Oh, das ist auch so blöd. Das hätte auch eigentlich Randy machen können. Ja. Das stimmt. Hat auch jemand vorher die Idee gehabt. Ich glaube, das sieht gut aus, was ich hier mache. Ist mir egal. Egal. Ist mir egal. Egal. Ja, so eine Scheiße schlägt dann ein irgendwann, ne? Ihr Bruder konnte es auswendig, das Lied. Ja, er hat dann ja nochmal eine neue Version hochgeladen mit 2 neuen Zeilen. Also Textpassagen, ja. Hat Oder Mami einfach geklickt. Bescheuert manchmal. Dings oben ist auch schon wieder voll fast, hier Kartonage. Hm. So, jetzt müssen wir langsam mal hier aus der Pötte kommen. Weil, wir müssen mal schauen, also wir müssen jetzt... Habt ihr noch zu tun, beide, jetzt voll? Ja. Oh, ich drücke auf jeden Fall W. Was machst du? Ich drücke W. Was du machst? Fahren. Also ich fahre gerade von der BGA wieder runter zum Hof. Musst du noch mehr einsammeln? Nö. Hast du BGA zugemacht? Nö. Jetzt erstmal verzichten. Achso, ist ja nur zu. Hm. Müssen wir aber machen. Jo, da brauchen wir auch wieder noch den... starken, beziehungsweise dann gleich mit Anhänger hoch, dass wir gleich alles mit dem haben, statt da 30 mal hochzurammeln. Mm-hmm.
Mit einer Tischdecke. Tischdecke, Flammenbaum, Tischdecke. Dankeschön. Tischdecke. Ja, reicht schon, danke. So ein bisschen Thunderdome-like, oder? Hat schon was. Ich muss jetzt nur halt aus dem Traktor raussteigen, dass ich das clean habe. Hm. Ich bastel dir da was Schönes draus. Du bist jetzt wieder so ein Knopf bei Randys. Nee, das wäre zu simpel. Das wäre doch. Ich will nicht einfach nur ein Knopf sein. Nee, das wäre zu simpel. Außerdem. Ich werde immer auf einen Button reduziert. Wir hatten eigentlich auch moderiert. Ich habe auch moderiert. Aber ich habe ja erst. Wir haben Sonntag, ja. Und. Ja, aber ich habe ja erst für Freezy was Neues. Du dickes Kind. Du dickes Kind. Brauch mal einen anderen Traktor mit Frontlader. Na dann bitte steck an. So, muss erst mal hier den Anhänger einpacken. Warum so nennt er dich dickes Kind? Weiß ich nicht. Das ist eigentlich das, was dein komischer oder unser komischer Donation-Bot nicht richtig vorlesen kann. Das ist das Bescheuerte. Es gibt ja, glaube ich, noch von anderen Programmen, die haben die Funktion ja auch. Wenn du das dann so hintereinander spammst, liest der das dann dementsprechend auch so vor, wie du es jetzt hier halt gehört hast. Damit haben die halt. Kannst einsteigen. Achso, danke. Brauchst du nicht oder was? Oder willst du nicht? Oder nimmst du dann den Clan? Ich hätte gerne den mit Frontlader. Das Problem. Ja, den habe ich dir abgestellt. Jetzt sagst du, ich kann wieder einsteigen. Du kannst jetzt einsteigen. In den anderen. Ach so, in meinen. Sagst, ja, schön. Dann der andere steht auf der Straße beim Tunnel auswärts. Wo ist der Häcksler? Der Häcksler steht am Hof. Das Ding hier, das Häcksler-Ding, das war dazwischen. Das Häcksler-Ding, ja, das steht am Hof. Das schleppe ich ja nicht erst noch mit hoch. Ja. Wo steht denn der Anhänger für die Paletten? Da steht an der Tankstelle. Wer denn hier? Willst du jetzt gleich hochmachen oder was? Naja, Bretterpaletten und Kartonage. Holen. Ja, deswegen, ja, gut. Da gegenüber. Da hatten ja kein Gewicht dran. Was am Händler steht. Muss noch irgendwo was eingesammelt werden? Nee. Wüsste ich jetzt gerade nicht. Außer Freezy hat irgendwas zu be. Ich habe nur Raps abgeerntet. Rapsi. Was mit der Bombe? Wir haben ein Problem. Was denn? Tampon voll? Jetzt seh ich's. Und jetzt sagst du nochmal, Alter, hier wäre ich dran schuld gewesen. Was denn? Och, das. Also, pass auf. Er hat natürlich nicht die Mühe gemacht, das auf den Schneidwerkswagen zu legen. Das ist das Schneidwerk, sondern ist halt so. Dafür sind die Straßen natürlich viel zu eng. So, jetzt klebt das Schneidwerk zwischen Laterne, Zaun und Straße. Jo. Hat er gut gemacht. Hast du gut gemacht. Halt die Klappe. Mach mal da. Auf zurücksetzen. Nein. Was nee. Warte. Zurücksetzen immer. Darf ja wohl nicht schwer sein. Aber es liegt jetzt auf dem Kopf, wenn ich es so annehme. Was meint der, die Geräte sauber macht, ey? Erstmal, dass du sowieso das so nicht anhängen kannst, gehe ich mal stark davon aus. Gebe ich das erstmal jetzt hier zu dieser scheiß Rotz-Tankstelle hier. Aber trotz all dem, das ist ja nicht mal mein Niveau, Crazy. Selbst ich sehe mit Brille, dass das zu eng ist. Ich habe gedacht, der will da vielleicht ein bisschen durchglitschen und dann ist er gut. Nein, das FSM hat ja hier überall Colli eingebaut, wo man Colli einbauen kann. So ist, liegt richtig rum. Okay, dankeschön. Bitte. Mann. Friesi. Mann. Ja, er steht im Wald. Es gibt einen Haufen neue Mods, habt ihr gesehen? Oh. Auf neue Traktoren, den ganzen Spittel, ey. Beim Modhaus, ne?
Ja. Drescher ist jetzt nicht so mehr so, ne? So, oder? Ich muss ja doch jetzt erstmal den Schneidwerkswagen holen. Steht hier oben. Nee, steht ja nicht. Wo steht denn der Freezy? Das muss ich erst gucken. Ich weiß nicht, wo ich ihn zuletzt gehabt habe. Der stand hier mal an Feld 2, aber das steht da irgendwie nicht mehr. Der ist ja sich von Feld 2 nach hier runter gefahren, oder? Doch. Das hat immer gut geklappt, deswegen habe ich mir jetzt keinen Kopf mehr darüber gemacht. Falsche Seite. Da oben steht der Feld 3. War das jetzt High Five nur mit Traktor? Nee, es war wie immer die falsche Seite von dir aus. Ja, genau. Ja. Du warst falsch. Nein. Da, wir sind keine Engländer. Was der Quatsch jetzt? Bei Feld 2. Krobbel. Feld 4. Zwischen Feld 3 und 4. 3 und 4 da hinten. Und dann bin ich einmal runter nach 21. Und von 21 musst du nicht genauer ausführen. Danke. 24. Und jetzt hatte ich eigentlich vor, 36, 37 zu machen. Aber naja. Gehen wir noch hin. Da war dann links und rechts ein Zaun, nicht nur auf einer Seite. Genau. Alter Schwede, ey. Das will ich bei deiner Vorschule auch mal sehen. Beim Einparken. Kommen da drüben rein, einen kompletten Anhänger Bretterpaletten, einen kompletten Anhänger Kartonage oder was? Ja, erstmal gucken, was da der Verbrauch ist. Ja. Ich weiß ja nicht, ob man, wenn man von jeder Zutat eine Palette reintut, ne, weil es sind ja Paletten, ob man dann eben eine Obstpalette rauskriegt oder ob das Verhältnis verschoben ist. Mhm. Dann zwei oder drei rauskriegst, theoretisch müsstest du ja mehr rauskriegen. Theoretisch. Von jedem eine Palette. Testen wir halt einfach mal. Und von jedem eher was Neues. Bin gespannt, was wir für die Palette kriegen. Wir spielen auf schwer, ne? Ja. Ich glaube, es ging über 1000. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Klicki hat gesagt, auf Mittel irgendwas mit 4.000, 5.000 oder so. Genau. Ja, genau, ne? Die wünschen. Ah ja, okay. Ich dachte mir, was hat der denn da hinten dran? Ja, das ist eigentlich das Ding, was du da vorne brauchst. Ja, das wollte ich gerade holen kommen. Oh. Gott sei Dank ist Sonntag. Warum? Weil ich bin da. Achso, Sonntag ist ja mal Badetag. Warum so ein Badetag? Sagt man so. Achso. Hm. Renni bumst halt die Badewanne, aber. Wann ist bei dir immer Badetag? Was ist denn das? Nalo 2 im Endeffekt. Also gut, Sonntag jetzt immer Vollbad, aber ansonsten immer nur halt, ne? Wasser drüber. So mit dem Waschlappen eben einfach. Ja, aber es gibt ja Leute, die wirklich jeden Tag baden gehen, aber das ist genau das, das summiert also, sich mit der Wasserrechnung, das will ich baden, nicht haben. Baden tue ich gar nicht, ich bin aber jeden Tag duschen. Ich weiß nicht, geht ihr wirklich baden? Mit Lavendelöl und so? Badesalz. Mit Öl deiner Mutter, Alter. Badesalz Blue Angel. Als wohl. Ja. Ja, ich schon. Okay, nee, ich nicht. Also selten, dass ich mal baden gehe. Aus! Warum? Darum. Wolltest du als nächstes hin? Wolltest du überhaupt noch irgendwo hin? Ja, ich wollte jetzt nach 36 und 37. Ja, dann jetzt fahr die Scheißkarre. Wenn es wieder runterfällt, hab ich wieder einen Grund.
So, zufrieden, du Lümmel. Ja, wir sind noch nicht da. Wir sind durch. Warte. Wie warte? Moderier ab jetzt. Warte. Oh Mann. So. Jetzt kannst du. Okay, dann Däumchen lassen, nicht vergessen, bei den anderen Bänden vorbeischauen, ne, gerade bei Freezy. Und ja, in dem Sinne, bis Montag. Schönen Sonntag noch. Tschüss. Ja, schönen Sonntag noch. Tschüss.